Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play The Last of Us Part 2 mit warum sind unsere Waffen so leer? Ja, stimmt, das war das Monster, ne? Oh nee, ach ja, stimmt, das Monster. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall, müssen wir hier jetzt wie hieß der Junge? Lilith nicht. Oh, ich komme auch nicht drauf. Liefel? Nee. Liefel. Ja, dieser Glatzkopf da. Der Glatzkopf, Junge. Ihr wisst schon, wie ich meine. Ich bin ein schlechter Namensmerker. Ich kann mir sehr schlecht Namen teils merken. Oh, wow. Das wird auch nicht. Warte mal, geht das? Nee, oder? Wir? Jetzt mal. Gut funktioniert. War auf jeden Fall eine gute Idee. Wie hieß denn der nochmal? Scheiße. Wir können auch den Weg nehmen. Ja, gut, okay. Warte. Ah. Gut. Da geht's nicht weiter. Und hier weiter. Und ich hab dich. Jetzt abwärts. Ich schaff das. Auf geht's. Ich hab gedacht, wir fliegen jetzt voll runter, aber gut. Ist nicht der Fall. So. Also, wie kommen wir unentdeckt in dein Dorf? Es gibt Stellen am Ufer, wo man heimlich anlegen kann. Oh. Und dann auf Nebenstraßen. Okay. Sind Sie sicher? Sicherer wird's nicht gehen. Meinst du, Lev ändert seine Meinung nochmal? Lev, genau. Er ist zu stur. Weiß er, worauf er sich da einlässt? Ich dachte schon. Er hat eine Schwäche für sie. Ich meine, sie ist seine Mutter. Ja, tja. Sie wird das anders sehen. Hm. Lev, genau, du hieß er. Ich wusste er mit L. Irgendwie der Name ist mir irgendwie nicht im Gedächtnis geblieben. Jetzt einsammeln hier. Ja, stimmt, ihr nehmt ja keinen Schrott, ne? Stimmt. So war das ja. Ihr nehmt ja keine Ressourcen mit. Und warum nehmt ihr keine Ressourcen mit? Weil es euch eure Anführerin verbietet oder was? Das kann ich. Oh Gott, wie viel habe ich denn hier nochmal? Und bei der Genauigkeit, das ist mal gut. Genauigkeit, das sehe ich nicht. Um Nagel und die Winde zu spüren. Ja, vielleicht hilft mir das mal. Genau, vielleicht hilft mir das mal. Nagel und die Winde. Wie kommen wir von hier zum Yachthafen? Hm? Lass uns draußen umgehen. Genau. Ein schöner Waldspaziergang. Boah, sieht das gut aus. Hier runter. Deinen Arm trocken. Ist schon zu spät. Halt den Arm trocken. Im Regen. Achso, gut. Okay, ich hab eben an, dass sie weggespült werden. Deswegen dachte ich, ich springe besser. Aber gut, bestimmt riecht das hier nicht. Oh, und der Flammenwerfer ist voll. Nice.
Aber dafür, Abby. Ja. Ah, geil. Ich habe auch übrigens gesehen, dass wir hätten den Boss mit Flammenwerfer bearbeiten sollen. Dann wäre er schneller gegangen. Stopp. Ich mach das. Alles überschwemmt. Die Boote sind auf der anderen Seite. Wir müssen zur Straße hoch und außen rum. Okay, klingt gut. Yara. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, dich mitzunehmen, aber gut, auf dich wird Lev mehr hören als auf mich, aber. Vicky, sei vorsichtig. Mein Boot wurde heute zweimal beschossen. Du sollst mit dem Kutter lieber weiter rausfahren. Es ist starker Seegang. Du wirst vermutlich dein Essen wieder ausspucken. Aber das ist immer noch besser, als von einem Skar geknallt zu werden. Wir sollten lieber kämpfen, um den Rootplatz zurückzukriegen. Wenn wir weiter intuitiv ins Skar-Territorium eindringen, werden wir ja förmlich durch, um Ärger. Was mein Gedenk Isaac sich bloß dabei? Vielleicht können wir nach dieser Schicht darum bitten, woanders zugeteilt zu werden. Ich schäle lieber alle Kartoffeln der Welt, als wieder hier erwischt zu werden. Bitte sei vorsichtig, wir sind zu Hause, Kind. Ah, warte. Dann heilen wir uns mal. Hilft sowieso nicht lange, aber. Viel zu kurze Zeit. Disney. Oh. Schrott. Bleibe auf dem Dock. Ich besorge ein Boot und hol dich ab. Nein, ich kann helfen. Dabei nicht. Ich schaffe es. Okay? Okay. Runter! Wow! Abby, was zum Teufel? Manny? Bist du allein? Ja. Shit. Dieser Scharfschütze ist ein Profi. Was machst du hier draußen? Die Boote. Wir sollten heute die Insel angreifen. Dann tauchte dieser Pendejo auf. Ich hab jemanden losgeschickt.
Bald sollte Verstärkung kommen. Sollte. Ich brauche eins der Boote. Sofort. Wieso? Erklär ich später. Dann wirst du mir wohl helfen, diesen Kerl auszuschalten? Dann los! Unten bleiben! Er hat mein ganzes Team getötet. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Abby! Das ist nichts! Alles gut. Scheiß Eindringlinge. Was für Eindringlinge? Sind die aus dem Nichts aufgetaucht die letzten Tage? Haben uns hart zugesetzt. Wieso? Keine Ahnung. Los, los! Unten bleiben, unten bleiben. Triff dann nicht so gut. Hier lang. Das war's mit unserer guten Energie. Treffen von Doni, ne? Warte, ich hab doch noch. Hallo Gott. Okay, das geht nicht. Unten bleiben. Ja, wir müssen einfach nachlaufen, kann das sein? Jo. Das soll er machen, scheiße. Verdammt! Gut, ich sollte vielleicht mal rennen. Ich werde fast drauf. Hier lang. Sieh. Hä? Ich muss doch rennen! Oh, okay. Läuft sehr gut. Ah, gut. Gut, das können einige Versuche da. Wie soll ich das machen? Wenn dann wird es dann dauert. Achso. Okay. Also das heißt, bei den Wetzen muss ich dann laufen oder wie? Okay. Unten bleiben. Ja, natürlich tust du mich wo. Lauf, lauf, lauf. Warte. Alles gut. Läuft. Da ist die Phase. Oh Gott. Muss halt immer nachladen, wenn er oder kann er durchgehend ballern. Hey! Schieß doch mal! Er schießt mich ab. Ich bin mal weitergekommen. Ich bin schon weiter. Hey, man darf sich also nicht durchgehend ducken, wie bescheuert. Okay. Jetzt da, wo er hinläuft. Schritt vor!
jetzt? Ja, durch würde ich sagen, ne? Ja, ja, wow. Jetzt hast du drauf. So, war gar nicht gesehen. Im Krankenhaus. Und war ganz auch ein bisschen. Na ja, genau. Hey, hier drüben. Warte mal. Heil mich mal. Selbst du im Krankenhaus, okay? Sehr gut. Du verstehst mich. Alle, komm gleich. Lass mich ja nicht aus der Ruhe bringen, ne? Wo bist du denn? Da. Kann ich laufen? Ich laufe. So, mit das ist dumm. Ja, was soll ich denn machen? Lass mich in Ruhe. Shit. Los, rein in die Garage. Wir nutzen das als Deckung. Ich bin direkt hinter dir. Lauf. So. Ach, wir benutzen das. Ach so, wir benutzen das als Deckung. Oh. Das war jetzt dumm. Der Karren fällt auseinander. Alles gut. Geht schon. Reicht. Oh Gott. Wow. Ich wusste nicht, wo du hin willst. Ich hätte willst auf. Oh. Scheiße. Gut. Los, rein in die Garage. Ah, ja, ich weiß nicht. Wo ist das Ding? Wir nutzen das als Deckung. Bin direkt hinter dir. Los. Der Karren fällt auseinander. Bleib ruhig. Los, los! Wirklich? Wir sollten die Eindringlinge verfolgen, statt zur Insel zu gehen. Da läuft immer noch was. Oh, eine Kugel. Mensch, da war jemand sehr freundlich. Na los. Manny. Sie zu uns. Bereit machen. Sehr gut gemacht, danke. Haben wir es doch Feuer. Hat, wie viel Munition hat er eigentlich? So viel kann man auch gar nicht haben. Jetzt da wieder hoch, du Pisser! Oh, gehen doch schon mal hoch, Mensch, Kinder. Warum müssen wir denn gemeinsam? Das Ding kann mit. Hier, warte. Oh Gott. Verdammt, nicht schon wieder! Sei still! Oh Gott. Jetzt ist er still.
Na komm. Oh, yo, was für ein Angriff. Gut. Ich rück vor. Der Seite kämpft. Naja. Ab nach. Ich wollte meinen Pfeil holen, Mensch, Kinder. Ich kann mir das nicht erlauben. Ich kann es kaum abwarten, ihn zu kriegen. Oh, shit. Hin. Kann nicht weit sein. Runter! Verdammt! Was da? Scheiß drauf. Hey, ist das Viech im Muerto? Ist da! Los, 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 los! Jetzt nicht nachlassen! Chris, pass auf! War ich schon so weit im Arsch? Okay, ich glaube, ich habe eigentlich noch ganz viel Energie. Runter! Wir haben dich, Pendejo! Ich wollte eigentlich nur ein Boot haben, ne? Ja, woher wird er denn? Was? Ich dachte, oh Gott, ich dachte, er läuft weiter. Wir haben ihn! Na los, den holen wir uns. Ja, außer ich tausendmal beschossen wurde. Manny. Manny?
Verdammt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Manny darauf geht. Verdammte Kacke. Also eigentlich wollte ich doch nur ein Boot haben, ne? Oh Gott, oh Gott. Das war Tommy. Bist du okay? Abby. Ja. Und du? Ja. Wer war das? Spielt keine Rolle. Holen wir Lev und dann gehen wir zurück. Komm. Wir nehmen das Boot.